So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Let's Play Replisa. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich heute zufällig im Steam Store gesehen. Irgendwas mit Social Media und sowas. Sah interessant aus. Habe ich mir mal für 3 Euro gegönnt. Und das spielen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal mit so einer Rauschunterdrückung auf. Keine Ahnung, wie sich das anhört. Einfach mal so ein bisschen zum Testen. In der Testaufnahme hat sich das ganz gut angehört eigentlich, relativ wenig Rauschen. Und wir fangen an. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Wir klicken mal auf Go. Wir spielen natürlich auf German, weil wir Deutsch sprechen und Deutsch kennen und ne. So, spielen und Mitwirkende. Wir schauen mal, wer hier dran gearbeitet hat. Game by Somi. SumiGames.com Co-Writer der Isaac Colson Phone Designer auch der Isaac Colson Music by Zero Project. Ja, die Leute, die es übersetzt haben, die interessieren sowieso niemanden. Zumindest mich nicht. Ihr könnt es ja lesen. Aber der Tobias Heinen, der hat Deutsch gemacht, da kriegt man eine Erwähnung an dieser Stelle. Hallo Tobi. Schön, was du da gemacht hast. So, Pictures by Flickr.com. Irgendwie rauskopiert. Wahrscheinlich illegal. Die Hauptgeschichte, Prämisse des Spiels. Ein Highschool-Student. Bla bla bla. Interessiert niemanden. Uninteressant. Wir spielen jetzt. Und da schon mal die schöne Hand. Okay, wir klicken auf Spielen. Ich habe sehr viel Angst. Eigentlich nicht. Nö. Geht eigentlich. Ich kann die Maus nicht bewegen. Oh. Ah. Somi. 11 verpasste Anrufe und 8 Nachrichten. Es ist 21:28 Uhr. Wir haben gute Verbindung. Ich bin immer noch etwas erkältet. So, vielleicht erstmal entsperren. PIN eingeben. Schade. Oh, ja, und dann PIN brauchen wir nicht so. Ah. Alter, was? Emily Greenleaf? Bestimmt ist das unsere Freundin, die gerade mega ausrastet. Ich kenne doch unsere PIN nicht. Ich habe Notruf. Notruf? Ja, hallo, ich habe meine PIN vergessen. Was kann ich denn machen? Doch, ich kann sprechen. Ich habe meine PIN vergessen. Weiß ich nicht, wer mich. Oh. Der Heimatschutz. Ich leite diesen Anruf an die Heimatschutzzentrale weiter. Warten Sie. Hallo? Tom Replay. Ich habe dir eine Chance gegeben. Ich habe dir vertraut. Wie enttäuschend. Tut mir leid. Ich habe ohne nachzudenken Knöpfe gedrückt. Ja, natürlich, Tom. Du würdest so etwas Irrationales wie den Anruf zu Diensten des Staates vernachlässigen nicht machen. Das ist deine Chance, deine Unschuld und die deiner Eltern zu beweisen. Versau es nicht. Ich gebe dir eine weitere Chance. Das ist immerhin ein Land der zweiten Möglichkeiten. Überprüfen den SMS-Verlauf. Es könnte handlich sein, um nach dem Passcode zu suchen. Okay. Und aufgelegt, der Penner. Blöder Penner. Okay. Wir brauchen die PIN. SMS-Verlauf, sagt er. Ja, wie denn? Was denn hier? Oh, aha. Ja. So. Der Mr. Freeman, als ein Lehrer werde ich dich. Das sind einige leere Stühle seit. Morgen ist dein 17. Dad ist verrückt geworden nach. Wo zum Teufel steckst du, bitte? Hey, es ist fast dein Geburtstag.
Der bekommt aber viele Nachrichten wie ein YouTuber. So, was müssen wir machen? Was können wir machen? Ich habe keine Ahnung. Wir kennen unseren Code nicht. Wir haben es. Nee, Spaß, das kann ich euch jetzt nicht antun. Wir rufen nochmal den Notruf. Oder können wir hier deren Nummern sehen? Nee, okay. Nur Notrufe. Der Penner. Hashtag 1, 2, 3. Ich weiß, heißt Raute. Nur Notrufe. Hey, das ist ein Notruf. Verpasster Anruf. Spannend, oder? Auf jeden Fall. Ja, sehr spannender Handysimulator, aber ohne Code. Ja, schwierig. Ich kann auch mal ganz wild rumklicken, aber naja. Wenn ich Escape drücke, passiert nichts, Enter auch nicht und bei Space auch nicht. Okay. Gut. Okay. Was machen wir jetzt? Da geht nix. Da geht nix. Hier geht auch nichts. Und die schreiben mir leider auch nichts mehr. Oh, Aha. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, wie wir den Code bekommen, wie wir daran, ja, wie wir an den Code rankommen. Ich weiß es nicht. Schwierig. Denn ich möchte unser Handy relativ gerne jetzt entsperren. Wie lange nehme ich denn schon auf? Da kann ich auch mal kurz schauen. 8 Minuten, ja. Ja, reicht nicht für ein Part. Ja, das hat man davon, wenn man blind irgendwelche Spiele spielt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte noch mal den Notruf anrufen. Oh, super. Nicht, weil das funktioniert. Okay. Ich habe keinen Plan. Ich denke, ich informiere mich da mal, wie wir an den Code kommen, denn ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch. So ein bisschen viel auf dem Schlauch. Ich habe nämlich keinen Plan. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Part wieder. Das war jetzt etwas unspektakulär. Tut mir leid, aber ich bin halt blöd. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.